Alright, was geht ab, Leute? Hong hier. Und hier ist ein Leppermanns Raid. Dreier. Endlich einer der neuen. Ich gehe mal blind. Oh, warte. Ein Glücksrad geht schon. Es sei denn, ich besiege ihn nicht. Dann ist das Glücksrad echt verschwendet. Aber egal. Ich gehe blind rein. Hab mich nicht informiert. Hab nicht mal alle Pokémon geheilt. Ich gehe hier mit dem B-Team rein. Schauen wir mal, was mir vorgeschlagen wird. Er ist Bodenpsycho. Das heißt Wasser und Unlicht oder so. Ist ganz effektiv. Okay, genau das wird mir ausgewählt. Wasser und Unlicht, Despo. Okay. Ich hab gehört, das soll das schwierigste von den neuen Dreiern sein. Oder allgemein einer der schwierigsten. Bin gespannt. Normalerweise braucht man 5, maximal 6. Bei Volona habe ich mal 6 gebraucht. Ja. Ansonsten so zwischen 3 und 4. 5 ist grenzwertig. Oder manchmal noch ein bisschen vom fünften, aber das sollte erstmal so reichen. Ich habe noch ein 100er Mewtwo auf Max. Mit einer Geistattacke. Geist auch effektiv gegen Psycho. Aber den packe ich jetzt mal nicht aus. Ich habe noch einen Trank gerade bekommen. Den kann ich auch eigentlich verwenden. Für eins meiner Despos. Genau. Der 100er hier. So. Ein kleiner Boost. Bin echt gespannt. So, ändern wir hier mal den Winkel. So, bisschen mal den Winkel geändert. Und dann kann es auch losgehen. Ein Kyogre auch noch nicht auf Max gepusht. Ich hätte meine ganzen Gyarados, aber die werden mir nicht ausgebildet. Sprich, die sind auf jeden Fall schlechter als die Despos. Ihr wisst, ich bin großer Despoter-Fan. Ich verlasse mich auf die. Ich meine, mit meinen 6 Despos und 2 anderen Leuten natürlich noch, mache ich Mewtwo fertig. Also, was ist ein Leppermanns im Vergleich zu Mewtwo? Was ist ein Leppermanns im Vergleich zu Mewtwo? So wie dieser Song. What's a king to a god? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Los geht's. Der wird schon krass gehypt. Psychic, okay. Das ist ein leichtes Spiel für mich, weil Psychic, Psycho nicht effektiv gegen Despoter ist. Jetzt ist nur die Frage, ob ich genug Damage raushaue. Oder ob es eine bessere Wahl gibt als Despoter. Schauen wir mal. Hinter dem Breaking Point. Das heißt, so wie es momentan läuft, schaffe ich das nicht. Ich habe schon Eier flackern jetzt. 85 war Halbzeit und da hatte ich noch nicht die Hälfte. Noch nicht im gelben Bereich. 100er Kyogre, komm. Ich vertraue dir.
meins wird schon mal nichts. Ich pack das nächste Mal ein Kyogre aus. Und dann glaube ich mal Mewtwo oder so. Schauen wir mal. Als erstes mein Kyogre und dann. Und dann 100er Despo. So machen wir's. So machen wir's. Nicht geschafft. So, zweiter Versuch. Ich habe jetzt noch mein Mewtwo ausgepackt, weil ich habe eigentlich keine Zeit für einen dritten Versuch. Schauen wir mal. Leppomanz haut nicht so viel Schaden raus. Das heißt, eigentlich braucht man nur zwei Pokémon. Problem ist, oder drei. Problem ist, man macht nicht genug Damage. Das waren jetzt so 15 Sekunden zu langsam, sag ich mal. Mein Kyogre ist noch nicht auf Max gepusht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Ich bin gespannt. Also den habe ich auf jeden Fall komplett falsch eingeschätzt. Dachte, da gehe ich durch meine Despotas durch. So 3-4 Stück auf jeden Fall. Sonst hätte ich auf jeden Fall nicht mit dem 93er angefangen. Aber mit 2 Kyogre auf Max sollte der auf jeden Fall machbar sein. Die Frage ist nur, wer hat 2 Kyogre auf Max? Ich demnächst, aber noch nicht. Schon krass. Jetzt Mewtwo, 100% Max, schauen wir mal. Bin echt gespannt, ob der überhaupt was bringt. Breaking Point diesmal erreicht vor der Hälfte der Zeit. Problem ist, ich hatte einen Mann von Kyogre. Der hat eine Menge Schaden rausgehauen. Der hat ein bisschen Vorsprung aufgebaut. Ich weiß nicht, ob Mewtwo da den Vorsprung noch hält. So. Auch tot. Und jetzt Despo, komm, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Der letzte Kampf. Das Despo-Tor wird höchstwahrscheinlich nicht sterben. Die Frage ist eher, ob ich es in der Zeit noch schaffe. Und es sieht auf jeden Fall fragwürdig aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall ein stärkeres Kyogre. Und ein zweites Kyogre. Wie gesagt, leider keine Zeit, um das nochmal zu versuchen. Ja, knappe schon. Vielleicht sollte ich noch nicht aufgeben. Aber ich glaube nicht. Und? Ah komm, Niantic. Niantic verarscht mich nicht. Komm, Niantic. Habt ihr das gesehen? So, es war wieder mal unglaublich knapp. Typisch Niantic, trollt mich immer. Genau wie bei Vulnona mit den Geowatts. Und jetzt ist Vulnona leider weg. Keine Ahnung, ob Vulnona nochmal zurückkommt. Aber ich habe seitdem auch kein neues 100er Geowatts, mit dem ich das nochmal probieren könnte. Aber hier, das ist auch wieder richtig knapp. Kyogre noch nicht auf Max gepusht. Sonst hätte ich es höchstwahrscheinlich geschafft. Das war's. Nur noch ein Bruchteil. Mal schauen, wie lange Leppomanz da sein wird. Weil, wenn er nur innerhalb des Events da ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht noch eine Chance bekommen, den zu machen, weil so schnell kann ich meine Kyogre nicht pushen, beziehungsweise will nicht, weil ich warte immer noch auf Doppelbonbon, um die zu verschicken. Aber falls er nach dem Event immer noch da ist und dann irgendwann endlich mal Doppelbonbon kommt, werde ich 2 Kyogre Max pushen. Mein 98er, nee, habe ich gar nicht. Mein 100er erstmal fertig und dann den 96er mit 15 Angriff. Mit 2 Kyogre sollte man das auf jeden Fall schaffen.
Ansonsten, wie gesagt, ich bin da blind reingegangen. Keine Ahnung, was die besten Konter sind. Vielleicht gibt es ja noch einen viel besseren Konter, auf den ich gerade gar nicht komme. Da muss ich gar nicht mein Zeug Kyoko pushen. Schreibt es unten in die Kommentare, eure Erfahrung. Habt ihr den geschafft? Was sind die besten Konter? Ich habe mich da leider echt null vorbereitet. Und leider kann ich mich auch nicht weiter vorbereiten, weil es ist so viel los momentan. Es kam gerade wieder Einladung. Ich habe 2 Einladungen gleichzeitig für Samstag zur selben Zeit. Also mal schauen, wie ich das hinbekomme. Deswegen erstmal muss ich das alles regeln, bevor ich mich um Lappenmanns kümmern kann. Ansonsten, das war's von mir. Niantic trollt immer, aber mir ist egal. Ich habe noch eine Einladung bekommen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anreise ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.